Ist die Grundrente gerecht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In den letzten Tagen gab es ja wieder heftige Diskussionen zum Thema der Grundrente. Also nicht nur um die Frage, ob die überhaupt kommt, sondern es ging auch um die Frage, ob die Grundrente gerecht oder ungerecht ist. Und ganz ehrlich, wenn Sie mich persönlich fragen würden, ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, ob die Grundrente gerecht oder ungerecht ist. Ich könnte auch im Vergleich dazu die Frage, die These aufstellen oder die Frage stellen, ob die Mütterrente 1 oder Mütterrente 2 zum Beispiel gerecht oder ungerecht ist, weil wir ja da zum Beispiel viele Väter oder Mütter haben, die von der Anerkennung der Kindererziehungszeiten ausgeschlossen sind. Ich möchte mal hier ein paar Argumente aufzeigen, die für und gegen die Grundrente sprechen könnten. Also, da gibt es zum Beispiel das Hauptargument. Ich lese das mal kurz vor, der Bekämpfung der Altersarmut durch die Grundrente. Eines der Hauptziele, die auch im Koalitionsvertrag festgelegt worden sind. Dann die Anerkennung der Lebensleistung. Das heißt also, wer 35 Jahre gearbeitet hat und Grundrentenzeiten hat, der soll auch eine Rente bekommen, von der er de facto leben kann. Ob das dann tatsächlich so ist, ist noch eine völlig andere Frage. Und vor allen Dingen die Bekämpfung der Altersarmut im Osten nach der Wiedervereinigung. Das sind so die Ziele, die für die Gerechtigkeit oder für die Grundrente sprechen könnten, um hier auch eine Art Gerechtigkeitslücke zu schließen. So, dagegen spricht, gegen die Grundrente, der Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip. Das heißt also, der Grundrentner soll hier eine Aufstockung einer Rentenleistung bekommen, für die er gar nicht eingezahlt hat. Ja? Der hat also nichts eingezahlt. Das ist die knallharte Theorie von vielen, die gegen die Grundrente sind. Teilzeitarbeiter werden, so wird behauptet, besser gestellt. Sie werden dafür belohnt, dass sie in Teilzeit arbeiten gegangen sind. Auch diese These kann man sehr gut vielleicht widerlegen, weil es gab ja tatsächlich welche, die konnten nur in Teilzeit arbeiten gehen. Und die sogenannte Teilzeit arbeitende Millionärsgattin oder Millionärsgatte erhält auch die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, obwohl sie ja über ihre Erbschaft, über ihre Betriebsvermögen und was sie da so alles hat, genügend fürs Alter beiseite gelegt hat. Also das sind so die Argumente, die de facto gegen die Grundrente sprechen. Ja. Wir wissen es also nicht ganz, wir wissen es also nicht, wo der ganze Zug noch mit der Grundrente hingeht. Wir werden auf jeden Fall weiterhin fleißig darüber berichten, wenn es was tatsächlich Neues gibt. Es gibt zurzeit keinen Gesetzesentwurf. Wir warten darauf. Und dann steht natürlich die Frage, im Juristendeutsch heißt es wiederum, kommt die Grundrente, also das ob? Und wenn ja, wie wird sie ausgestaltet sein? Gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung? Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.